Ein geborstenes Rohr, das dem Druck offenbar nicht mehr standhielt. Am Mittag im Magazin der Landesbibliothek in Mitte. Wassermassen ergießen sich zwischen Bücherregale. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliotheksverwaltung im Katastropheneinsatz. Tatsächlich sprechen die Hüterinnen und Hüter des hier lagernden Kulturgutes von einer Katastrophe. Obwohl das Wasser gerade mal knöchelhoch steigt. Denn was hier in 60 Regalreihen auf rund 1000 Quadratmetern lagert, so der Betriebsdirektor der Bibliothek, habe zwar teils ein Jahrhundert und mehr überlebt, sei nun aber bedroht. Hier stehen Hunderttausende von teilweise auch wirklich alten Büchern, die akut gefährdet sind. Nicht nur jetzt durch das Wasser, das hier unten in den Regalgängen steht, sondern auch dadurch, dass hier in den nächsten Stunden die Luftfeuchtigkeit steigen wird. Und das wird dazu führen, dass wir ein Problem mit Schimmel kriegen können. Mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bekommen werden. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wenn wir das Schlimmste hier in den Griff gekriegt haben, wie wir die Bücher retten, gucken, ob wir und wie viel wir hier rausräumen müssen, damit möglichst der Schaden begrenzt bleibt. Was teils Jahrhunderte überlebte, könnte im modernen Berlin Schaden nehmen. Bald eineinhalb Jahrzehnte währt das politische Gezerre um einen Neubau oder einen Umzug der Landesbibliothek, noch immer ohne Durchbruch. Obwohl das Haus sogar den gesetzlichen Auftrag hat, alle in Berlin veröffentlichten Schriften dauerhaft zu sichern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Herr über die Bücher mahnt zur Eile. Wir sagen ja bereits seit langer Zeit, dass die Gebäude marode, überaltert und eigentlich für eine Bibliotheksnutzung und insbesondere für Magazine, also Orte, an denen Kulturgut aufbewahrt wird, ungeeignet sind. Man sieht das auch daran, dass man in einem Bibliotheksmagazin eigentlich keine solchen Wasserrohre verlegen sollte. Das geht an diesen Standorten aber nicht anders. Die Standorte sind völlig ungeeignet für eine Bibliothek dieser Größenordnung. Die Gummistiefel haben hier viele gleich neben dem Schreibtisch stehen, denn es ist nicht der erste Wassereinbruch in der Landesbibliothek. Doch, so sagen sie, nie war es so schlimm wie diesmal.